Mein Name ist Winfried Krüger, ich bin Geschäftsführer der Kreisvolkshochschule Ammerland, Kreisvolkshochschule Ammerland GmbH, einer Erwachsenenbildungseinrichtung aus dem Nordwesten Niedersachsens. Wir leisten klassische Volkshochschularbeit, wie man es üblicherweise kennt von Volkshochschulen, den Kursbetrieb. Auf der anderen Seite führen wir aber auch viele drittmittelbasierte Projekte durch, aus den Bereichen Arbeitsmarktintegration, soziale Integration, aber auch viel an den Schnittstellen zur Schule und Hochschule. Bei unserem geplanten Vorhaben Moin handelt es sich um ein Verbundprojekt, in dem wir versuchen, Akteure aus den Bereichen Hochschule, Schule und Erwachsenenbildung für das Thema Einsatz von OER zu sensibilisieren. Wir selbst haben im Bereich der Erwachsenenbildung schon einschlägige Erfahrungen sammeln können bei der Verbreitung von Blended Learning in Kooperation mit einem der Verbundpartner, mit dem Elan e.V. und wollen auf dieser Grundlage jetzt ganz speziell uns auch an das Thema Multiplikation von OER machen. Die Besonderheiten unseres Vorhabens bestehen meines Erachtens darin, dass wir alle drei Bildungsbereiche, Hochschule, Schule und Erwachsenenbildung, adressieren, in den drei Bereichen arbeiten und die Ergebnisse, die Erfahrungen, die wir in den drei Bereichen gewinnen werden, in der Projektlaufzeit gegeneinander abgleichen können und damit auch einen Beitrag dazu liefern können, dass die drei Bereiche voneinander lernen können. Eine zweite Besonderheit besteht meines Erachtens darin, dass wir jetzt nicht ins kalte Wasser springen, sondern im Bereich der Verbreitung des Blended Learning in der Erwachsenenbildung schon Erfahrungen machen konnten in den vergangenen Jahren und das mit diesem Projekt noch weiter vertiefen können. Die Netzwerkarbeit in unserem Vorhaben wird in einer Art und Weise umgesetzt werden, wie wir das im Bereich Hochschule und Erwachsenenbildung schon in unserem bisherigen Projekt EL4 praktizieren, und zwar teilweise in Form von Präsenztreffen, aber in einem hohen Maße durch die Nutzung von digitalen Medien. Insbesondere das Thema Videokonferenz ist da eins, was sich als sehr hilfreich erwiesen hat. Wir brauchen im Prinzip, weil jetzt hier als dritter Partner in dem neuen Vorhaben noch der Schulbereich dazugekommen ist, die vorhandene mediale Basis nur noch auf den Bereich Schule auszuweiten. Die größte Herausforderung bei der Verbreitung von OER in der Erwachsenenbildung besteht meines Erachtens darin, zum einen die verschiedenen Ebenen, was die Beschäftigungsverhältnisse angeht, zu adressieren. Es gibt da die hauptamtlich Beschäftigten, die überwiegend im Bereich der Planung aktiv sind. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber die Lehrenden in der Erwachsenenbildung, überwiegend Honorarkräfte, die davon überzeugt werden müssen, dass es bei der Verbreitung von OER, beim vermehrten Einsatz von OER und digitalem Lernen überhaupt nicht darum geht, an der Zahl der Honorarstunden zu sparen oder sie vielleicht sogar überflüssig zu machen, sondern ihre Unterrichtsmöglichkeiten zu bereichern und unter Umständen sogar Ideen für ein neues Geschäftsmodell zu liefern.